Was ist deine Meinung über Bösemann? Ich hatte mal 2006, 2007 oder 2008 gar kein Beef mit ihm, aber er hatte Beef mit mir und hat bei Spiegel TV dann richtig Gas gegeben und so. Und dann hat sich eine große albanische Community gegen mich gestellt, obwohl ich nie was gegen Albaner hatte oder habe. Das hat Bösemann damals verursacht. Rückblickend war es eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber es war lustig. Auf der anderen Seite. Und wir haben, glaube ich, vor einem Jahr das erste Mal zusammen telefoniert. Und ihr kennt mich, ich bin so und so ein Mensch. Ich habe null negative Absichten und habe ihm direkt viel Glück gewünscht in seiner Rap-Karriere, für seine Platzaxt, die auch momentan voll viral geht immer und jeder darauf Reaction macht. Also schöne Grüße nach Esslingen oder nach Stuttgart. Und der Bruder soll durchziehen. Jeder bekommt das, was er verdient. Jeder bekommt das, was er verdient. Das ist nicht nur ein Spruch, das ist wirklich Fakt. MAS Techno, Techno. Meinung zu Farid. Meinung zu Farid. Sehr interessant. Aber ich glaube, ihr kennt ja meine Einstellung zu Farid. Farid ist unabhängig von diesem Rap-Game ein Bruder von mir. Wir tauschen uns sehr oft aus und wir helfen uns auch in sehr, sehr vielen Sachen. Also nicht bei musikalischen Sachen, sondern wirklich bei Sachen. Sei es, wenn wir miteinander Gespräche führen. Er hat mir oft geholfen. Ich denke, ich habe ihm oft auch einen Ratschlag gegeben. Wir unterstützen uns beide gegenseitig. Wir stehen uns auch in schweren Zeiten bei. Wir sind wirklich sehr gute Freunde. Ich liebe Farid für seine Art. Ich verstehe ihn, ich habe ihn immer verstanden. Damals, wo ganz Berlin gegen Farid war, wo Berlin so ein bisschen anti war gegen alles andere, war ich pro Farid und pro Kollega und habe so ein bisschen die Fahne hochgehalten für unsere Brüder. Und jetzt hat sich das Blatt gewendet. Jeder ist mit jedem gut und so sollte es auch sein. Musik hat sich durchgesetzt und über Jahre hinweg hat Farid wirklich abgeliefert und den Menschen eine neue Art von Rap gegeben, die eigentlich auch so eine Art Buch sein könnte mit Wortspielen. Weil wenn du seine Texte nehmen würdest und jede zwei Takte unterstreichen würdest, wären ja wirklich jede zwei Takte ein einzelner Witz. Der hat wirklich so einen Anspruch, dass wirklich alles lustig ist und er nimmt sich wirklich nicht zu ernst. Er ist wirklich ein geiler Typ. So viel zu Farid. Meinung zu Bushido. Sehr interessant. Das fragen mich sehr, sehr viele. Meinung zu Bushido. Ich habe schon immer seine Musik sehr, sehr gemocht. Er hat auch eine ganz, ganz brutale Legacy. Ich finde auch, dass Bushido einer der fünf Top-Artists ever ist in Deutschland. Auf jeden Fall. Jeder auf seine Art und Weise, weil es kann ja auch keine fünf Savages geben. Nur ein Savage ist interessant. Nur ein Sido ist interessant. Und nur ein Bushido ist interessant. Alles andere, was so eine Kopie ähnelt oder so, kommt gar nicht an diese Legacy dran, sogar wenn er gute Musik machen würde. Wenn du die Legacy von Bushido nimmst und die Songs, die er alle abgeliefert hat und die Alben über Jahre hinweg, diese ganzen Live-Konzerte, der hat ja wirklich sehr viele Menschen beeinflusst mit seiner Musik, sehr viele Trends gesetzt. Sehr viele Menschen wollten so sein wie er, so rappen wie er. Das kommt nicht von irgendwo her. Das ist, weil die Musik on point war. Die war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und nicht nur für eine kurze Zeit. Wir reden hier wirklich von 15 Jahren intensiv auf Top-Level. Und das kann man ihm nicht abschreiben.
Und ich hatte vor 2, 3 Jahren des Öfteren intensiven Kontakt mit ihm. Wir hatten sehr viele Gespräche miteinander, auch sehr, sehr viele positive Gespräche. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich nie in irgendwas eingemischt oder irgendwie von irgendwas distanziert oder so. Wenn ich mit keinem was habe, dann habe ich mit keinem was. Und dann kann ich auch dazu stehen, wenn einer zu mir in Ordnung ist. Und Bushido war immer zu mir in Ordnung. Was er damals gemacht hat, links, rechts, das ist Rap, das ist Ego-Game. Aber sobald wir einmal miteinander geredet haben, hat mich gar nichts mehr interessiert, was mal war. Und unabhängig davon wollte ich keine Musik mit ihm machen und er auch keine Musik mit mir. Wir haben uns einfach nur so gut verstanden und uns gegenseitig Glück gewünscht. Und deswegen wünsche ich ihm auch weiterhin viel Glück in seinem Leben. Er hat wirklich unglaublich süße Kinder. Und er soll sein Leben genießen. Er soll sein Leben leben. Und ich halte nichts von diesem ganzen Internet-Ding. Das ganze Internet-Ding ist ein bisschen unfreundlich. Und jeder versucht, sich in irgendwas einzumischen. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die haben eine persönliche Sache mit ihm. Die muss natürlich geklärt werden, ob gerichtlich oder das oder das. Da stecke ich nicht drin und das geht mich auch nichts an. Und es hat mich auch nichts anzugehen, weil ich davon auch nichts habe. Keiner zahlt mir die Miete, ich muss für mich selber gerade stehen. Und was Bushido mit anderen Leuten hat oder andere Leute mit Bushido haben, auch sehr viele Freunde haben was. Also Roos zum Beispiel, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ich liebe Roos. Ich liebe Roos wirklich. Ich mag ihn sehr. Er hat auch eine öffentliche Sache mit Bushido und ich kann auch Roos auf eine Art und Weise verstehen, so, dass es immer so ein Hin und Her gibt. Aber natürlich rate ich Bushido und ich rate Roos, dass da irgendwann mal ein Punkt gemacht werden muss. So. Aber ist jedem das Sein.